Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Yoshi's Island DS. Im letzten Part haben wir mal wieder zwei Level geschafft, nämlich 5-5 und 5-6. Aber ich glaube, in diesem Part werden wir wieder nur ein Level schaffen, nämlich 5-7. Das letzte normale Level, wenn man so will. Danach fehlt nur noch das finale Castle und die ganzen Extra-Level. Und dieses hier 5-7 ist nochmal sehr, sehr schwierig, glaube ich. Ich meine, ist keine Überraschung, weil alle Level bisher in Welt 5 waren sehr schwierig. Kettenhundgetümmel nennt sich das. Ja, vor allem 5-1 hatte ja auch schon Kettenhunde und das war auch schon sehr gemein. Und vor allem, ich glaube, ich kann mich noch an das hier auch ein bisschen erinnern, dass wir hier sehr viel Luftakrobatik und sowas auch machen müssen. Oh Gott. Und man überall runterfallen kann und diese fliegenden Dinger hier alleine schon sind die Hölle. Also ich glaube, das Level wird eben schlimm. So, erstmal unten entlang, weil da sehe ich ein paar Münzen und das sind bestimmt rote Münzen. Oh Gott. Nee. Und zurück. Okay. Allein hier die allererste rote Münze ist schon gar nicht so einfach. Da kann man durchaus mal runterfallen, wenn man nicht aufpasst. Also alles nicht so einfach. Okay, und ich habe erstmal noch DK. Ich kann nicht wechseln, aber DK ist ja auch in Ordnung. Ja, das war dumm. Das hätte ich erst da oben aktivieren sollen. Cool. Toll. Ganz, ganz toll. Alle Sterne erstmal runtergefallen. Ich hoffe mal, dass die Sterne hier einfach kein Problem sein werden. So, den könnte ich sogar umdrehen. Genau, dann wäre kein Problem für mich. So, hallo. Aber muss man nicht unbedingt. Man kann schon auch schaffen, den normal auszuweichen. Ohne Schaden zu nehmen. Mhm. Sieht man hier. Kann man ganz, ganz einfach schaffen. Ist vor allem auch aktuell nicht schlimm, wenn ich Schaden nehme. Die will ich haben. Mann. Ja, aber in den Stacheln darf ich halt nicht fallen. Also, wenn der Zähler noch auf 10 ist, dann ist es halt egal. Weil... geht er sowieso wieder auf 10 zurück, auch wenn er, wenn ich Schaden nehme und auch wenn er ein bisschen runtergeht. Aber wie gesagt, sterben sollte man halt nicht. Ja. Das ist noch der erste Raum. Der erste Teil vom ersten Raum. Wir haben noch quasi gar nichts geschafft vom Level. Mhm. Ja, ja, das wird lustig. Ja, vielleicht sollte ich doch einfach diese Geisterdinger alle umdrehen. Mir am Anfang hier ein paar Eier holen und dann meine Eier dafür hergeben. Weil das ist schon wirklich ansonsten nicht so einfach, weil da halt auch rote Münzen sind und so. Das war keine, oder? Hoffe ich mal. Oder war das eine? Gerade eben? Ich glaube nicht. Die kann ich sogar auch gleich noch abschießen, wenn ich will. Na, jetzt verdeckt der schwarze Balken die, oder? Glaube ich. Ja, da ist sie. Wartet. Ich muss mal kurz nachgucken. Mann! Ich brauche meine Eier halt noch. Okay, ja, aber keine. Gut. Ist ja auch eine richtige Kackstelle hier. Weil da wird zumindest einer immer runterfallen. Naja. So, bam, okay. Und den nächsten auch dann gleich, ja, ist okay. Zack. Okay. Und ein Ei habe ich nur noch. Bam. Okay, hier war die rote Münze unten. Okay. Okay, hier kann ich mir gleich mehr Eier machen. Gut. Und ich brauche auch ein paar, um die Piranha-Pflanze zu besiegen. Also muss ich vielleicht gar nicht, aber ich mach's trotzdem. So. Dankeschön. Bam. Ja, ich wollte sogar das eine Ding auch noch aufnehmen. Egal. Passt schon. Gott. Nee. Oh nee. Nee. Hoch oder runter? Ja, wo soll ich hin? Okay, Blume. Nein, gib mir doch die Blume. Ja, jetzt muss ich runter. Hm. Ich weiß halt nicht mal, was jetzt hier richtig ist. Alter, was ist das für ein Level? Ist hier irgendwas hier unten? Ich kann da mal gucken, weil vielleicht sollte man wirklich... Ich glaube, man sollte nur den oberen Weg gehen. Unten ist halt eher der schlechte Weg. Und da ist nichts anscheinend. Jetzt mache ich mal kurz einen Schnitt. Okay, also gleich dann oben bleiben. Ja, nichts leichter als das. Sehr gut. Und währenddessen wird man auch abgeschossen. Okay, ja, auf jeden Fall oben sind die roten Münzen. Und die Blume war ja sogar auch vorhin oben. Und unten habe ich ja gerade eben, ja, habe ich ja gerade eben gar nichts gefunden. Ja, jetzt legt die plötzlich los, die Plattform. Okay, hier ist aber ein Sternkreis. So, Anfang abgespeichert. Sehr gut, dankeschön. okay, hier ist ein Bonusraum anscheinend. Ah. Ah, ich komme da jetzt nicht durch, echt. Aber das geht doch trotzdem, oder? Weil ich könnte eben einerseits den Typen füttern. Aber ich kann ja auch mit Baby DK einfach zack und zack machen. Easy. Muss ich den gar nicht besiegen. Okay, nice. Er hat sogar echt Vorteile, wenn man hier Donkey Kong hat. Hier bei dem Level.
Okay, und die Münzen habe ich auch alle bekommen, aber waren keine roten dabei. Passt. Wie viel habe ich eigentlich jetzt? 4 und 2. Ja, sehr wenig. Da fehlt noch einiges. Genau, hier war ich ja dann gerade eben auch. Also ich bin ja gerade gestorben, aber ich bin dann noch schön weit nach rechts geflogen. Und da habe ich eben diesen, ja, diesen Abschnitt hier auch noch sehen können. Irgendwas hat gerade auf mich geschmissen von da oben. Habe ich gar nicht gesehen, so richtig. Gehen wir jetzt hier hoch. Okay. Doch, das ist nämlich eine, das dachte ich mir. Ja, da oben sind die bösen Luftballons, die mich abschießen wollen. Ja, komm. Ja, nach unten muss ich aber auch gleich, weil da sind auch ein paar Münzen. Warte mal ganz kurz. Ich will erstmal kurz hier oben gucken. Geht's hier schon weiter? Also ist hier der Raum vorbei? Ja, okay. Dann kann ich mal kurz nach unten. Ich muss dann nur gleich wieder nach oben zurück, was vielleicht ein bisschen nervig wird. Aber hilft nichts, weil das hier ist doch bestimmt eine, oder? Nee, sogar nicht. Aber hier? Hier, okay. Und da rechts ist auch nichts mehr. Ja, ist Mann! Geh doch jetzt da hoch, komm. Ja, ich schau mal kurz. Nee, okay, sieht nicht so aus. Ja. Das ist alles so riskant hier in dem Level. Mann. Geh halt jetzt da hoch. So, danke. Ja, das war. Nein, was tue ich denn? Mann! Alles triggert mich auch hier einfach nur. Ich bin so ungeduldig. Ah, aber da sind noch Münzen. Die will ich noch mitnehmen. Okay, auch keine mehr. So. Okay, ich glaube, ich habe hier alles in dem Raum. Hoffe ich mal. So. Puh. 6 und 2 haben wir am Ende vom ersten Raum. Also kommen noch 3 weitere Räume oder so. Mindestens, die auch so schwierig werden wie der gerade eben. Cool. So, jetzt hätte ich gerne Baby Mario. Und ich sollte mir die Plattformen aufheben. Ein paar von denen zumindest. Okay. Ja, nach oben muss ich. Aber ist hier jetzt kein Wechselstoch oder wie? What the fuck? Das ganze Level kam schon keiner. Was ist das denn? Was? Okay, gar nicht so schlimm. Ne. Ja, natürlich droppen die auch wieder Raketen auf mich. Aber es muss doch jetzt hier ein Wechselstoch sein. Okay, da war schon mal eine rote Münze immerhin. So, einfach den hier ausnutzen. Zack. Alter, das ist halt so dumm, wenn die einfach da so aus dem Nix kommen, man nicht mal darauf reagieren kann. Mann, ey. Okay, hier ist einer. Jetzt muss ich leider aber halt den Weg zurückgehen. Ich meine, ich weiß gar nicht, vielleicht ist da sogar nichts Wichtiges drin. Aber ich muss es kurz überprüfen. Ja, eigentlich... Ich meine, höchstens eine Ranke oder so. Aber da kann ja hier eigentlich auch nichts sein. Aber ich schaue trotzdem kurz nach. Sicher ist sicher. Ich meine, Sterne sind ja auch nicht verkehrt, wenn ich da ein paar bekomme. Da könnte ich sogar gleich vielleicht schon auf 30 kommen. Und Pfeile. Cool. Ein Ei auch noch. Ja, okay. Also ich kann mir für die Zukunft merken, ist es nicht wert, hier mit Baby Mario nochmal hinzugehen. Na gut. Aber ich meine, jetzt habe ich Baby Mario und der ist mir sowieso ein bisschen lieber. Obwohl, hier in so einem Wolkenlevel ist es gar nicht mal unbedingt der Fall, weil hier ist es eh nicht so einfach, sich rote Eier zu machen. Weil es halt keine wirklichen Wände oder Decken gibt, von denen ich dann Eier abprallen lassen kann. Und das ist ja der große Vorteil von Baby Mario. Das Rennen auch. Aber da hat dann schon DK größere Vorteile, würde ich sagen, wenn ich mir keine roten Eier machen kann. Weil das ist halt der riesengroße Vorteil, den Mario hat den anderen gegenüber. Aber wenn der wegfällt, weil es hier keine Wände gibt, dann, ja, ist es halt nicht so cool. Weil ich glaube, die Eier prallen nicht von denen hier ab, oder? Ah doch, okay, tun sie sogar. Okay, kann ich mir doch rote Eier machen. Na gut. Mann! Die sind so nervig, diese Gegner. Genau, da unten, ja. Ja, komm. Schau mal. Geh weg jetzt. Okay, das war ein Treffer. Da unten komme ich ja gerade her. Genau, bei der Röhre, da ist nichts mehr. Nein, die soll einfach nur den Weg blockieren. Damit man nicht von links die Blume abschießen kann oder so, denke ich mal. Okay. Ja. Die kommen halt auch total aus dem Nix, diese blöden Möwen einfach. Nicht nur die Raketen auf mich feuern, auch die ganz normalen schon. Und dann kann man denen irgendwie nicht ausweichen. Richtig blöd. Okay, da ist eine Tür. Der Wind kommt wieder nicht die ganze Zeit, aber ist okay. So, bist du noch? Komm, komm. Mann! Komm jetzt Geld hoch. Okay. Ich denke mal, das ist Bonus, oder? Dann gehe ich erstmal hier rein. Ja, das sieht nach Bonus aus. Oh Gott.
Aber DK bräuchte ich ja eigentlich wieder. Und sehr viel Feuer ist da. Das ist ja freundlich. Hallo? Okay. Hier kann ich gleich wieder wechseln. Hallo, jetzt Wind. Treib mich halt hoch. Warum ist denn der Wind nur so komisch hier irgendwie? Lass mich jetzt halt zum Wechselstor hoch. Mann! Hallo? Irgendwie funktioniert gerade gar nichts. Im ganzen Level schon. Jetzt sterbe ich gleich noch hier, passt auf. So, okay, ein bisschen tiefer, damit ich mehr Schwung habe. Ist aber sehr eng bemessen. Hätten sie das nicht ein bisschen höher machen können irgendwie? Naja. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Naja. Oh, das könnten überall rote Münzen sein. Das ist gar nicht gut. Ich muss die alle einsammeln, leider. Nein! Oh mein Gott. Zum Glück habe ich schon ein paar Sterne übrig, die ich hier verlieren könnte. Was? Das hat mich doch nicht berührt. Oh, man muss auf so viel gleichzeitig einfach achten. Kann ich die nicht so einsammeln? Ich berühre sie doch! Mann, ernsthaft? Ja, die Hitbox ist da echt klein irgendwie. Von Baby Donkey Kong und Yoshi. So, das sind welche? Nee. Okay, hier ist die Tür. Komme ich von der... Von der komme ich? Von der komme ich, glaube ich, ja. Okay. Also ist nur ein Rückweg, aber ich will natürlich weiter noch nach oben und neue Orte erkunden. Nee, mach eine Stampfattacke. Weil es, ich kann mir auch vorstellen, dass hier noch eine Blume irgendwo ist. In dem Raum. Stirb. Oder halt auf jeden Fall rote Münzen zumindest. Obwohl ich da bisher auch noch, glaube ich, gar keine gefunden habe, oder? Ah, und die Münze ist hier vor allem. Okay. So. Oh Gott. Bam. Aber rote Münzen finde ich echt überhaupt keine. Aber wie gesagt, Alter, wie kann ich die eigentlich da nicht einsammeln? Die Hitbox ist ja so komisch. Mann. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass eine Blume hier zumindest auch noch irgendwo ist. Ja, cool. Okay. Oh, so stressig, Mann. So ein stressiges Level. Okay. Und gleich bin ich da ganz rechts oben. Da waren wir noch nie bisher. Wie soll das jetzt eigentlich gehen? Okay, stimmt, ich kann auch hier unten erstmal hin. Das ist vielleicht sicherer. Ist hier keine rote Münze mehr und gar nichts. Doch eine. Eine einzelne. Für eine einzelne macht man diesen ganzen Käse hier. Und für die Babymünze auch, ja. Aber was ist das denn? Alter. Aber ich glaube, ich habe sogar hier... Also ich habe zwar Schaden genommen, aber ich glaube, der Zähler ging nie nach unten. Weil ich... Ja, jetzt schon. Weil ich es davor... Was? Weil ich es davor zumindest immer schnell genug geschafft habe, mein Baby wieder einzusammeln, glaube ich. So, jetzt raus hier. Drecksraum. So, wie sieht's aus? 9 und 3. Jetzt haben wir die Hälfte ungefähr. Cool. Ganz, ganz cool. Achso, ja, okay, ich will wieder Peach haben. Moment. Ja, das Level ist echt... Das Schlimmste bisher, würde ich sagen. Das ist sogar noch schlimmer als das Kettenhund-Level, als 5-1, würde ich sagen. Ja, das ist ungewöhnlich, weil das Level hieß ja auch irgendwas mit Kettenhund, glaube ich. Aber da habe ich bisher noch gar keine gesehen. Aber die werden bestimmt auch noch kommen. Und darauf freue ich mich schon, wenn sie kommen. Aber ich habe schon so oft hier Schaden genommen, einfach durch irgendwas in dem Level. Das ist schlimm. Okay, wir werden dann schon oben rum. Moment. Wenn ich schon Peach habe. Okay. Weil hier erwarte ich dann ein paar rote Münzen eigentlich. Mhm, genau. So, jetzt haben wir die Hälfte von den roten Münzen auch und sogar mehr als die Hälfte der Blumen. Also jetzt haben wir wirklich mehr als die Hälfte vom Level. Yippie. Fortschritt oder so. Oh Gott. Ach komm, Mann. Warte mal. Da unten waren auch noch Münzen. Das ist ein bisschen das Problem. Ist die Plattform wieder da, da unten? Nein. Ja. Mein, was tue ich? Mein, ich falle halt auch ständig überall runter. Ja, egal. Ich wollte ja sowieso hier unten hin, so ein bisschen. So, keine mehr dabei. Okay. Ich brauche Shy Guy. Oh, es reicht nicht mal, hier hoch genug zu kommen. Um Gottes Willen. Was mache ich denn jetzt eigentlich, wenn ich hier unten bin? Habe ich das verkackt? Achso, nee. Links ist ja wieder der Wind, den ich ausnutzen kann. Alter, es gibt so viele Gefahren hier überall.
Das ist die Hölle, das Level. Die haben auch eine komische Hitbox, weil ich war doch jetzt drauf, finde ich. Sag ich hoch. Aber die ist ja auch nicht mehr da, die Plattform. Hm. Okay, nee, doch, hier ist sie noch. Passt. So. Warum ist da oben eigentlich eine so einzelne Plattform, frage ich mich gerade. Keine Ahnung. Okay, egal, weiter. Vielleicht war da gerade irgendwas, irgendeine Münze oder so. Und ich hab's nur... Ich hab sie schon eingesammelt, aber nee, eigentlich war da nichts, glaube ich. Na egal, passt schon. So, jetzt weiter. Nein, jetzt, ja, ich hab zu spät erst dran gedacht. Ja, nein, ich muss nochmal zurückgehen. Das ist so schlimm, weil ich mach so eine Scheiße hier auch, ich weiß. Ich muss nochmal jetzt den Weg zurückgehen und hoffen, dass die jetzt nochmal respawnt, die Plattform. Ach, jetzt habe ich aber ein Problem, weil jetzt komme ich hier... Warte mal, kann ich die nochmal respawnen lassen? Okay. Weil ich muss den übrig lassen und von dem wegspringen, um hier wieder hochzukommen. Ey, das Level ist so unfassbar dumm und kompliziert. Das kann nicht wahr sein. So, die ist jetzt wieder respawnt, hoffe ich. Und dann komme ich da jetzt noch entlang, weil ich wollte da jetzt nicht noch mit der Plattform mitfahren, weil ich hatte ja auch keine Eier mehr und so und ich war schon ein bisschen im Rückstand. Und ich hätte dann bestimmt noch viel weiteres Zeug verpasst. Und das ist so besser, glaube ich. Ernsthaft? Egal. Ja, die kommt sogar nicht wieder, die Plattform. Dein Ernst? Ja, aber das könnten halt rote Münzen sein. Okay, da ist vorbei, der Abschnitt. Jetzt habe ich da noch zwei Münzen verpasst. Oder? Ich glaube zwei. Aber das werden schon keine... Nein! Das werden schon keine roten Münzen sein, oder? Oh Mann, das ist so ein dummes Level! Kann man noch dich anlocken? Ich versuche mal dann mit dem einen Ei, vielleicht, also zumindest die eine zu treffen, vielleicht sogar beide. Okay, nee, ich muss ein bisschen höher zielen. Wartet. Wenn man halt hier einen Fehler macht, dann ist auch einfach alles am Arsch. Ja, das ist fast zu hoch. Ja, ist schon okay. Das war keine. Die andere habe ich, glaube ich, nicht erwischt. Ja, aber das ist schon keine. Ja, ich speichere mal. Ist okay. Wehe, wenn mir jetzt da wirklich irgendwas fehlt. So, Mario. Jetzt fehlt noch 7 und 2. Okay. Ist eigentlich ganz okay, der Schnitt. Ich bin gesprungen. Naja. Egal, wir hatten jetzt gerade den Sternkreis. Also gar nicht schlimm. Hey, ich bin immer gesprungen, glaub mir. Mal, also irgendwie stelle ich mich auch wirklich extrem schlecht an, muss ich auch zugeben. Weil ja, das Level ist sehr schwer, aber ich spiele auch gerade richtig schlecht. Das kommt beides hinzu und deswegen wirkt das Level nochmals viel, viel schwieriger, als es eigentlich ist. Naja. Oh Gott. Ne? Komm her! Jetzt habe ich die eine verpasst, aber die Sterne respawnen ja auch immer wieder, genau. Also ist kein Problem. Oh Gott. Nein, du Arsch! Na, ich habe da wieder eine Münze übersehen, aber das ist keine. Nee, das ist keine rote Münze. Bin ich mir sicher. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Kann ich die sogar noch abschießen vielleicht? Hm. Ja, nee, ich glaube nicht wirklich. Na gut. So, geh weg. Ja. Okay, Blume. Nein, die soll ich lieber abschießen. Zack. Okay, passt. Okay, jetzt kann ich hier oben rum. Ja. Da noch nach links gehen. Da ist nämlich auch noch Münzen. Hier hätte ich sogar auch gerne den Stern von Baby Mario. Ah, hier ist er auch. Okay, passt, genau. Weil ich muss nämlich hier sowieso an den Wolken wieder so planetenmäßig entlang laufen. Und da finde ich auch noch rote Münzen. Mhm. Weiter links keine mehr? Nee, okay. Aber bei der rechten noch, kann ich das auch machen. So. Bei der hier. Aber keine rote Münze, na gut. Und, oh Gott. Nein, geh hoch! Na, lande auf dem Felsen! Das ist so dumm, dass Yoshi keinen Flatterflug macht. Wo kam der denn her? Dass Yoshi keinen Flatterflug machen kann, wenn er da aus dem Stern rausgeht, wie der Baby Mario. Wo kam denn der Flieger mit der roten Münze her? What? Alter, das Level ist absolut die Hölle. Da fliegen einfach noch random irgendwo Flygeys mit roten Münzen durch die Gegend, die ich dann auch noch finden muss. Cool.
Ich habe eh schon wahrscheinlich eine von denen verpasst. Ich hasse es. Ist das ein Dreck? Ist das ein Dreck? Ja, ist okay. Ja, irgendwie, die ist gar nicht so einfach sogar, weil ich will halt immer an der rechten Wand sein. Das ist sogar doch eine. Aber ich glaube trotzdem nicht eigentlich. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Muss ich da erst oben sein? Und dann kommt der erst hier unten, oder wie? Hier ist er gerade gekommen. Das ist richtig komisch. Oder muss ich hier stehen? Nee. Keine Ahnung. Ah doch, jetzt ist er da. Was macht der denn? Nein, komm her. Jetzt ist er despawned. Der ist despawned einfach. Der war doch noch da. Alter. Ich muss irgendwas gleich wieder kaputt machen. Ich kann nicht mehr. Was ist das denn für ein Scheiß? Das ist ja absolut... Das ist absolut unfair sogar. Anscheinend, bin mir nicht sicher, kann man den triggern, wenn man sich hier hinstellt. Hier auf diese unterste Stufe. Dann erscheint er nur. Und dann muss man auch noch die Münze erwischen und nicht ihn, weil die ansonsten runterfällt. Oder man muss genau die Münze abwerfen. Ey, das ist ja der größte Bullshit, den ich je erlebt habe. Ich habe echt keine Worte, um zu beschreiben, wie schlimm dieses Level ist. Das ist wirklich unfair. Also es war jetzt bei mir immer so, ich habe das jetzt mehrfach getestet. Ich habe mich versucht, auf alle möglichen Plattformen hier draufzustellen. Und nur bei der hier ist er dann danach aufgetaucht. Also hier unten muss man sich exakt hinstellen, dann kommt er. Oder man stirbt da oben irgendwie und geht dann nach unten zurück oder so. Das geht ja anscheinend auch. Das ist sehr seltsam. Diese komischen Flygers mit roten Münzen sind eh richtig dumm, finde ich, weil das ja sowieso sehr leicht passieren kann, dass die auch wieder verschwinden oder so. Und das ist sowieso blöd mit denen. Aber dass man sogar so exakt an einer Stelle irgendwie stehen muss, damit er auftaucht, ist ja echt schlecht, einfach nur. Na gut. Ja, jetzt ruhig bleiben, nicht zu sehr aufregen. Ich hab's hoffentlich bald geschafft, das Level, und muss dann nie wieder hier rein. Hoffe ich zumindest. So, ja, ich mach's jetzt mal ohne Baby Mario. Erstmal, weil das soll man eigentlich mit Yoshi, glaube ich, machen. Deswegen sind auch die Felsen da. Problem ist nur, dass da unten ja rote Münzen oder zumindest eine auch dabei war. Ich gehe jetzt erstmal oben rum, weil hier ist ja auch ein bisschen was. Und ich kill den erstmal. Zack. Okay, ein One-Up, schön. Ich bin mir nicht sicher, sind diese Münzen hier die ich gerade eben auch gesehen habe? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, das sind noch weiter links welche. Oder? Ja, ich bin mir nicht sicher. Oh Gott. Um Gottes Willen. Ne, okay, passt schon. Okay, das waren die ich gerade eben gesehen habe. Ja, alles gut. Ich habe eigentlich nicht so viel Bock, den Felsen da jetzt entlang zu rollen. Muss ich ehrlich sagen. Ja, werde ich aber, glaube ich, nicht dran vorbeikommen. Oh Gott. Ich habe keinen Bock. Ja, werde ich auch noch abgeschossen, natürlich. Die Kamera ist eigentlich auch geil gerade. Ich kann ganz viel sehen, was vor mir kommt. Ja, die Kamera ist echt manchmal komisch. Also nicht unbedingt die vertikale, die kann ich ja selber ausrichten. Aber die horizontale. Weil, was will ich denn jetzt mit der Kamera gerade? Also jetzt, Entschuldigung mal. Ich würde gerne sehen wollen, was vor mir ist, Spiel. Tja. Oh Gott. Okay, ganz vorsichtig. Immer wieder zwischendurch mal abbremsen. Damit man da kein zu großes Risiko eingeht. Jetzt kommt da gleich eine Schlucht oder so und der Felsen rollt runter und ich check's einfach nicht rechtzeitig, weil die Kamera kompletter Bullshit gerade ist. Danke. Mein Gott. Okay, das mal alles hier. Nee. Okay, aber das sind keine... Ah, die habe ich auch noch nicht mitgenommen. Stimmt, da könnte sogar noch eine rote Münze sein. Nee, okay. So, 3 und 1, die finden wir doch jetzt noch, oder? Im letzten Abschnitt. Richtig? Okay, Sternkreis auch nochmal. Danke. Weil der gerade eben, der war ja richtig schlimm. Oh Gott. Okay. Ach du Scheiße. Achso, oh, da kann ich mich sogar noch dran erinnern an den letzten Abschnitt. Hier ist nochmal so ein riesiges Labyrinth quasi.
Mit den Plattformen, die hier überall entlang fahren. Und die Schiene, auf der sie entlang fahren, ist halt super kompliziert und kreuzt sich häufiger mal. Und es dauert 100 Jahre, bis die mal eine... Ja, das war schlecht. Bis die mal quasi eine Runde entlang gelaufen sind. Geh doch weg, du dumme Blume. Okay. Und ich muss halt hier überall hin, damit ich noch den Rest finden kann. Da ist noch ein Storch, okay. Ich fahre jetzt erstmal einfach den normalen Weg mit den Plattformen hier vielleicht entlang. Achso, hier geht sie sogar schon wieder im Kreis. Okay, okay. Ah, hier ist die Blume. Mhm. An die komme ich hin. Zack. Und zack. Jetzt habe ich aber keine Eier mehr. So, drei rote Münzen noch. Ja, dann kann ich hier raus. Bitte lass mich jetzt die auch noch finden. Irgendwo in der Nähe. Da sind ein paar. Oh Gott. Oh nein. Oh Gott, ich darf halt auch nicht mehr getroffen werden am besten, weil sonst muss ich den letzten Abschnitt hier nochmal machen. Aber das wäre nicht so mega schlimm. Wäre mir aber trotzdem lieber, wenn ich nicht getroffen werden würde. Lol, jetzt habe ich sogar die eine Piranha-Pflanze angegriffen. Mit dem Schuss gerade eben. Oh Gott. Okay, dann hier noch. Na, auch keine. Ja. Okay. Oh nein, komm doch bitte noch zwei rote Münzen. Bitte, 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 komm. Bitte, bitte, bitte. Ja, eine noch. Eine einzige finde ich doch jetzt noch, oder? Komm. Oh Gott. Oh Gott. Hör doch auf jetzt. Bitte lass es doch jetzt ein Ende haben. Ja, ich hätte vielleicht zurückfahren sollen mit der. Aber ich hoffe einfach mal, dass die jetzt am Ende noch irgendwo kommt. Notfalls muss ich auch nochmal zurückgehen. Weil ich habe da jetzt ja nicht alle Münzen mitgenommen gerade eben. Aber ich hoffe jetzt einfach, weil nur noch eine fehlt, dass die jetzt noch einfach hier irgendwo ist. Weil es wirkt eigentlich nicht so, als wäre die jetzt da unten irgendwo. Das glaube ich eigentlich nicht. Ah! Jetzt hör doch mal auf. Bitte. Nein, jetzt wäre ich fast runtergefallen. Oh, das ist jetzt ein Problem. Das ist ein großes Problem. Puh. Alter, eigentlich hätte ich auch schon 1000 Mal getroffen werden müssen. Kann es jetzt bitte mal vorbei sein? So, das ist es doch, oder? Die letzte hier. Nee, okay, am Ende kommt sogar nochmal was. Alter, wie lange geht denn eigentlich der letzte Abschnitt hier noch? Das gibt's ja gar nicht. Achso, okay. Da muss ich auf richtiges Timing quasi warten. Du passt. Nein, jetzt fehlt mir wirklich eine Münze. Nein. 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 Warum? Na, ich komme hier sogar nicht mehr zurück, so richtig. Okay, jetzt ist eh schon vorbei. Ich will mal wenigstens jetzt mit Yoshi kurz nachgucken. Ich hoffe, ich krieg das jetzt noch hin. Bevor der Timer unten ist. Ob. Achso, hier ist eh gar keine Plattform mehr. Ob hier noch rote Münzen sind. Ja, das ist jetzt aber schwierig. Die da? Nö. Ich habe wirklich am Anfang irgendwo eine verpasst, im ersten Bereich oder so. Cool. Oder halt irgendeinen Fly Guy. Darf ich das ganze Level nochmal neu machen, wahrscheinlich. Geil. Das war doch eine rote Münze! Yes! Okay, ich habe alles. Okay, ich muss das Level doch nicht nochmal neu machen. Jetzt nur noch bis zum Ende kommen. Jetzt mache ich sogar keinen Schnitt mehr, das mache ich dann mit euch gemeinsam. Jetzt halt keinen Schaden bei jemandem. So schlimm wäre es dann gar nicht mal, weil ich kann immer wieder vom Sternenkreis aus starten. Ich glaube, ich kriege hier keine weiteren Sterne mehr. Also ja, ich muss nochmal das neu probieren. Aber ich muss nicht das ganze Level nochmal von vorne machen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Mhm, jetzt aber. Jetzt kriege ich Sinn. Und ja, wir machen übrigens das Finale heute nicht mehr, nur so. Das eine Level für heute hat mir schon gereicht. Okay, gutes Timing. So, jetzt klappt's. Bisschen abkürzen. Oh Gott. Aber ja, der Abschnitt war aber auch noch richtig gemein. Da habe ich gerade eben echt viel Glück gehabt. Muss ich jetzt nochmal ein bisschen Glück haben. So zum Beispiel.
Das nenne ich Glück. Man sollte da nicht zu viele Umdrehungen auf einmal machen. Lieber dann ein bisschen warten, weil unten bin ich ja eigentlich immer safe. Da kann mich dann das Feuer nicht mehr erwischen. Also sogar lieber vorsichtig machen. Okay. Ich habe jetzt schon alles mitgenommen hier. Ja, genau. Ich war mir gar nicht sicher, ob ich davor, bei dem direkt nach dem Sternenkreis, da noch was übersehen hätte. Aber nee. Hätte ja sein können, dass ich das vergessen habe nachzuholen. Aber wir haben auf jeden Fall alles gesehen, wo alle Blumen und alle roten Münzen sind. Und jetzt werde ich es auch hinkriegen, das Level abzuschließen. Der ist schlecht. Der ist auch nicht so toll. Der auch nicht. Der auch nicht. Nee. Ja, der wäre gut gewesen. Ich traue mich jetzt nicht. Der passt. Komm, geh hoch! Yeah! Oh mein Gott. Schlimm. Absolut schlimm. Das war eigentlich schon auf dem Niveau von den Extra-Leveln, finde ich. Dieses hier. Ah, wir haben alles. Okay. Genau, und wir haben dadurch jetzt alle Babymünzen, übrigens. Weil das finale Level hat keine Babymünze mehr und die Extra-Level auch nicht. Also wir haben alle von denen. Yay! Ich weiß übrigens gar nicht, was es bringt, die alle zu sammeln. Bin ich mir gar nicht sicher. Bringt es überhaupt irgendwas? Oder sammelt man die einfach nur so, just for fun? Weiß ich gar nicht sicher. Mhm. So, aber dann würde ich erstmal sagen, war es hier für diesen Part von Let's Play Yoshi's Island DS. Beim nächsten Mal geht's weiter mit dem letzten normalen Level oder regulären Level des Spiels, wie auch immer man es sagen will. Nämlich Level 5-8, der finale Bosskampf gegen Bowser. Wir haben ja schon gehört, dass der irgendwie auch hierher kam und mit Baby Bowser ist der zusammen. Er ist aus der Zukunft gekommen anscheinend oder so. Alles ganz, ganz weird. Und beim nächsten Mal gibt es dann den coolen Kampf gegen ihn. Und das Level wird übrigens auch noch sehr, sehr lang und schwierig werden, weil ich dann nämlich auch viel zeigen will bei dem Level. Aber mehr dazu dann beim nächsten Mal. Okay, also dann Leute, eben bis zum nächsten Mal.